Hallo und herzlich willkommen zu diesem Kursteil Affinity Photo auf dem iPad. Wer Affinity Photo auf dem Mac kennt, der wird sich etwas wundern, wenn er plötzlich Affinity Photo auf dem iPad benutzt. Die Benutzeroberfläche ist nämlich tatsächlich ein bisschen eigenwillig, ein bisschen anders, aber es sind tatsächlich alle Funktionen drin, die man von der Mac-Version her kennt, aber ein bisschen von der Bedienung her anders zu bedienen. Und darum geht es. Wir schauen uns das jetzt auf dem iPad an. Und wir starten hier mit diesem Fotoauswahlmenü. Dort haben wir ein großes Pluszeichen. Und wenn wir da draufklicken, können wir aus verschiedenen Quellen eben Fotos importieren. Ich habe sie hier bei mir aus Fotos importiert. Wir können aber auch von der Kamera direkt ein Foto machen und so weiter und so fort. Da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein. Holt euch am besten aus Fotos das entsprechende Fotos raus oder macht eins mit der Kamera. Ich habe hier zwei. Und zwar habe ich hier einmal diese Aufnahme von der Seebrücke an der Ostsee. Und das ist tatsächlich auch der Sommer in diesem Jahr. So sieht es an der Ostsee leider die meisten Tage derzeit aus. Und das wollen wir jetzt dringend ändern. Hier muss schönes Wetter rein. Und wir zaubern aus diesem Bild jetzt einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und ich klicke hier oben mal auf diesen Pfeil. Damit komme ich nämlich zurück wieder in die Bildauswahl. Und den schönen Sonnenuntergang, den gab es tatsächlich an der Ostsee, aber an einem anderen Tag. Den haben wir hier. Und den fügen wir jetzt ein. Und um das machen zu können, gehen wir wieder auf das eigentliche Bild, also hier auf unser graues Ostseefoto. Und was wir machen müssen, ist, dass wir diesen grauen Himmel weglöschen und entfernen. Und um das zu machen, sollten wir eine Selektion tätigen. Und zwar soll ja die Seebrücke mit dem Meer und dem See, mit der Ostsee erhalten bleiben. Und die markieren wir jetzt. Und das geht bei Affinity Photo für das iPad etwas anders, als man das vom Mac her kennt. Wir haben nämlich hier oben so ein Lasso-Tool. Und kommen damit einen eigenen Bereich, der zur Auswahl von Objekten dient. Und hier oben ist so ein Pinselchen mit dieser Auswahl. Das ist nämlich die Smart-Auswahl, so nennt Affinity das. Und dann gibt es hier unten ein Menü mit verschiedenen Optionen. Und wichtig ist, dass wir den Modus Hinzufügen angewählt haben. Es gibt hier noch verschiedene andere, nämlich Subtrahieren. Und wir wählen Hinzufügen. Wir wollen ja die Selektion hinzufügen. Dann können wir hier die Pinselbreite einstellen und da könnt ihr mit gedrücktem Finger quasi sagen, ob ihr einen großen Pinsel haben wollt oder eben einen kleinen. Wir nehmen mal hier diesen und wir können die Option an Kanten ausrichten anwählen. Dann sucht Affinity quasi wirklich Kanten im Bild und richtet da die Selektion dran aus. Das machen wir jetzt mal mit diesen Optionen eingeschaltet und ich male mal hier unten in der Ostsee rum und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu wild rummalt. Je wilder man nämlich malt, je stärker geht die Selektion auf die Kontraste ein und je mehr selektiert die Auswahl. Und wenn man kleine, feine Bewegungen macht, ja, dann selektiert man nicht ganz so viel. Und hier oben beim Dach ist es besonders schwierig. Da muss man eben ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu schnelle Bewegungen macht, denn sonst wird das Grau vom Himmel mit dem Grau vom Dach in Übereinstimmung gebracht. So, jetzt haben wir eine sehr gute Selektion eigentlich. Wir können die aber noch ein bisschen verfeinern. Dazu dient dieses Symbol hier. Wenn wir da draufklicken, dann sehen wir den roten Bereich, der später ausgeschnitten wird und der andere Bereich, der stehen bleibt. Und wenn wir hier mal oben ans Dach gehen von dieser Konstruktion, dann können wir hier mit dem Finger so drüber malen über die Kontraste und dann guckt sich Affinity quasi diesen Bereich nochmal etwas genauer an und selektiert den etwas besser. Wir haben hier auch nochmal so einen Bereich, wo wir nochmal reingehen können und über den Rand klicken können. Und dann seht ihr, haben wir eine bessere Auswahl bekommen. Ein paar Sachen fallen hier weg, wenn hier zum Beispiel, wie wir es hier sehen, ein Teil vom Gebäude gleich mit Rot entfernt wird, dann geht einfach hin und drückt auf Vordergrund und malt hier wieder die Selektion quasi rein. So, könnt auch die Pinselgröße ein bisschen verändern und anschließend wählt ihr Hintergrund Matte, so nennt sich das aus, und geht hier nochmal über diesen Bereich und sagt Affinity, schau dir das bitte nochmal an und selektier das besser. Und dann kriegt man hier wieder eine bessere Auswahl, muss man ein paar Mal machen, sodass man das hier so einigermaßen hinbekommt. Ist aber nicht weiter schlimm, dann bleiben diese Bereiche eben gleich stehen. Und jetzt gucken wir nochmal, ob das soweit in Ordnung ist, aber das passt alles ganz gut. So, und wenn wir mit der Selektion einverstanden sind, dann klicken wir hier auf das kleine Häkchen und übernehmen im Grunde genommen die Selektion. Und jetzt sehen wir, was passiert ist. Wir haben unten die Seebrücke mit dem Meer eben selektiert und oben den Himmel, den haben wir in einem anderen Bereich. Wenn wir jetzt aber unten das löschen würden, dann wäre die Seebrücke weg. Wir wollen ja den Himmel löschen, also müssen wir die Selektion invertieren, umkehren. Und das macht man, indem man mit zwei Fingern auf das iPad klickt und dann kommt so ein kleines Menü und da hinten ist der Eintrag Auswahl umkehren. Das klicken wir mal an und nun haben wir genau die Selektion umgekehrt. Jetzt ist oben der Himmel weg. Allerdings bekommen wir ihn hier nicht gelöscht, weil wir hier eben dem Arbeitsbereich der Auswahl sind. Wir müssen wieder zurückwechseln in den Arbeitsbereich der Bearbeitung. Und wenn wir dann nochmal mit zwei Fingern oben in den Bereich klicken, kommt ein neues Menü und dort steht Löschen. Und wenn wir das machen,
ist der Himmel tatsächlich gelöscht. Und damit haben wir eigentlich den Effekt erzielt, den wir haben wollten. Wir können jetzt nochmal mit zwei Fingern auf die Oberfläche klicken und die Auswahl aufheben. Dazu klicken wir da drauf. So, jetzt müssen wir den Himmel reinkopieren. Das geht, indem wir wieder zurückgehen auf unsere Bildauswahl. Affinity speichert dann die aktuelle Information des Bildes automatisch. Also es gibt kein Speichern unter, sondern das macht Affinity einfach, sobald man eben den Bildbereich, Bearbeitungsbereich verlässt. So, und jetzt gehen wir hier auf den Himmel und den wollen wir komplett kopieren. Deswegen wieder mit zwei Fingern auf die Oberfläche klicken, auf Kopieren klicken. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Ist ein bisschen rumgewechselt hier. Wir gehen aber wieder auf unser Ostseebild. Und was wir jetzt machen müssen, ist das Einfügen. Also wieder zwei Finger klicken und sagen Einfügen. Und schon haben wir hier den Himmel eingefügt. Aber eben so richtig drüber geklatscht. Der liegt nicht dahinter. Und das wollen wir jetzt ändern. Und dazu gibt es hier dieses Symbol. Das sind nämlich unsere Ebenen, die wir ja bei Affinity Photo vom Mac her kennen. Wer sie noch nicht kennt, Ebenen sind im Grunde genommen ja Papiere. Stellt euch das vor, die legt ihr auf dem Schreibtisch. Ihr habt hier das Hintergrundbild auf den Schreibtisch gelegt. Und jetzt legt ihr eben den Sonnenuntergang hier drauf. Ja, und dann verdecken die sich. Die liegen quasi übereinander. Und man kann deren Position verändern, indem wir einfach das hier anklicken und nach unten schieben. Und schaut, was passiert. Der ausgeschnittene Bereich scheint durch. Und jetzt sehen wir quasi die Ebenen, so wie sie dargestellt sind. Also das erste Blatt, was wir auf unseren Schreibtisch gelegt haben, war eben der schöne neue Sonnenuntergang. Und dann haben wir eben darüber unser ausgeschnittenes Seebrückenbild gelegt. Und da, wo wir das eben mit den Wolken weggeschnitten haben, scheint es im Endeffekt durch. Also so simpel funktionieren im Grunde genommen Ebenen. Ein kleines Problem gibt es. Wir sehen nämlich hier nicht nur den Himmel, sondern noch ein bisschen Meer und eben auch Küste. Und das gehört da gar nicht rein. Ja? Also müssen wir die Selektion verändern, beziehungsweise die Größe des Bildes verändern. Und dazu gehe ich einfach mit dem Finger hin, verkleinere das Ganze und wähle eben jetzt hier die Hintergrundebene mit dem Sonnenuntergang an. Und klicke hier auf das File-Tool. Und damit bekomme ich solche Anfasser, mit denen ich das Bild größer zeichnen kann. Und den Himmel können wir jetzt hier wunderbar groß zeichnen und hier quasi so reinlegen, bis er uns da wunderbar reinpasst. Und so sieht es auch schon mal ganz gut aus. Das einzige Problem ist, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, da stimmt was mit den Farben nicht. Ja? Also das Meer sieht ja nicht so grau aus, sondern das hat ja auch diesen roten Touch. Und wir müssen also jetzt hier in der Ebene der Seebrücke, und deswegen wählen wir die hier mal wieder an, die Farben verändern. So, und das können wir machen, indem wir hier auf dieses Tool klicken und dann haben wir solche Anpassungsfilter und einer nennt sich Gradationskurven und den wähle ich mal aus. Und was wir damit machen können, ist, dass wir eben jetzt verschiedene Farbwerte in dem Bild beeinflussen. Zurzeit haben wir Master angewählt hier unten, das heißt, alle Farbwerte werden verändert. Wir wollen aber den Rotton verändern. Da kann man hier draufklicken und Rot auswählen und dann klicken wir auf dieses Symbol Spline und jetzt bekommen wir hier ja, so ein Diagramm und wir können in der Mitte mal die Position verändern und ihr seht, wenn wir den hier nach oben verändern, dann geben wir einfach mehr Rot in die Farbe rein, ja, und das haben wir ja hier, wir haben ja hier einfach einen starken Rotton vom Himmel und den geben wir jetzt mal in das Meer mit rein und wir müssen vielleicht nochmal den Kanal ändern und auch das Blau etwas verändern, also wir klicken hier auf Blau, dann wieder in diese Kurve und geben auch etwas Blau raus aus dem Ganzen. Ja, gucken, dass wir das hier so ein bisschen schaffen und vielleicht gehen wir auch nochmal auf das Grün und ändern das auch ein bisschen und ziehen auch das Grün ein bisschen raus. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr die Farbwerte so trefft, dass es eigentlich zu dem Bild ganz gut passt. Ist ein bisschen Ausprobiererei, klappt aber sehr, sehr gut. Also könnt ihr selbst das Bild gestalten. Hier gehen wir mehr in diesen Bereich rein. Und nun sieht es fast so aus, ich habe es jetzt in der Schnelle nicht ganz perfekt gemacht, aber es passt so ein bisschen zu der Stimmung, die vielleicht an diesem Tag hätte herrschen können, wenn das Wetter gut geworden ist. Also ihr seht, mit diesen Gradationskurven kann man eben diese Farbwerte nochmal beeinflussen. Ja, dann klicken wir wieder zurück und das aktuelle Bild wird gespeichert und wir sehen es dann hier oben in der Auswahl und wir können jederzeit hier wieder draufklicken. Und was das Tolle ist, Affinity Photo auf dem iPad hat sich in einem Protokoll, und das finden wir hier, hat es sich alle Veränderungen, die wir gemacht haben, gemerkt und wir können jederzeit wieder an eine dieser Positionen wandern. Hier haben wir wieder original das Bild, wie wir gestartet sind. Oder wir können ab der Position weitermachen oder ab hier. Also das Ganze wird immer mitgespeichert und ist automatisch vorhanden, sodass euch nichts verloren geht und ihr nichts falsch machen könnt. Also eine tolle Sache eigentlich, dass diese Protokolle automatisch mitgespeichert wurden. Ja, das soll es gewesen sein zu unserem ersten Teil zu Affinity Photo auf dem iPad und es werden weitere Kurse natürlich folgen.